Hat er ja irgendwie Spaß. Hat er sogar. Bin ich nicht drüber habern, weil sonst schießen wir uns von unten. Na? Ja, ja, ich bleib auf der Höhle. Fahrrad! Nein, Olaf! Wow! Das muss härter gehen. Knallt die Wunsch weg. Ich komm hier! Ich sehe jetzt schon in diese kommen und wir fliegen alle in die Luft. Dann ist das so. Recht ab. Pass auf, die Dreck werden hier weg. Irgendwo Spikes drücks haben. Du kannst mir den Berg checken, wenn du da unten bist. Ja, ja, wie checken, ich check auf den Berg. Sauer, du Alter. Olaf, Alter. Ich mach den Typen kaputt und wenn ich explodiere, das interessiert mich gerade für euch. Nee, die Sportlimo bewegt sich. Ach, die bewegen sich auch nicht. Ja, die bewegen sich drunter. Oh, hat der Schwein gerade. Boah, ich würde ja gern aussteigen und Spike Strips legen. Na, mach doch. Na, bloß ein Stein. Interessiert mich nicht. Sportlimo ist jetzt da, ich hab's markiert. Krank. Da ist die Sportlimo. Olaf, willst du jetzt jeden Stein mitnehmen? Sportlimo bewegt sich wieder. Die bewegt sich Richtung. Kram die Sportlimo. Bleib mal gedeckt. Was ist die Limo? Jetzt kannst du reinfahren. Ja, ja, mach ich. Limo ist weg. Letzter Kontakt war, wo ich es markiert habe auf der Karte. Oh. Hallo. Das ist der scheiß Arzt. Desink? Assistenzarzt. Der Desink. Wow. Lol. Die wollen Gefecht haben, die kriegen Gefecht. Ich glaube, der schwitzt ganz schön in seinem beschissenen Hunter. Ey, aber die fahren mit Limo zurück, ich wahrscheinlich runter, ne? Ja, die werden die Jungs nicht zu lange verfolgen, die werden einfach Spikes ja, die stehen da oben, pass auf, hoch. Nicht mit der Scheibe hinfahren. Der Hunter fährt zur Limousine hoch. So. Ich seh die Limo. Wir drehen ab. Er muss warte, warte, warte. Hat ihr mal ein Toolkit dabei? Ja. Toll wieder. Oh. Die wollten euch bestimmt... Ich seh. Spiken da oben. Ja. Ist der Hand, Elfried kaputt? Jo. Hat jemand von uns im Auto auch ein Repair-Kit? Ich hab eins, ja. Bist du mal mit drin? Ja. Geh mal auf den Fahrersitz und schmeiß mal die zweite Nebel raus. Kannst du? Fall back. Auf die Repair-Kit, oder was? Form on me. Out of ammo. Ich drück nicht, ich hau mich weg. Leutnant Tanko und Ehren ist da unten. Ja, die sind ausgestiegen. Wir könnten auch nach dem Restart einfach alle mal mit dem Oh, ich hab Ehren schon wieder weg. Okay, rein. Ja. sauber. Dann verpiss dich aber da wieder. Ja, Leute, 20% noch, Olaf? Wer hat Ehren erwischt? Ich. Herkules, du bist mein Held. Links ist, hinter dir ist der Hunter jetzt. Topper, hinter dir. Ja, okay. Er muss erstmal durch die Nebelwand fahren. Der runter zur Straße. Oh, er könnte mich hier raus. Er kommt uns entgegen jetzt. Wo bist du denn? Auf dem Berg. Ja, ich fahr direkt um Wasser. Herkules, guck aber, falls irgendwo Schüsse kommen. Ja, aber die haben mich doch gespottet. Olaf, fahr mal rechts rum. Ich komm zu dir hochgefahren. Olaf, der andere ist rechts von dir jetzt. Rechts von dir. Aber der Schrauber kommt auf euch zu, aufpassen. Links von dir, wo die Steine sind, war die sind, sorry. Geradeaus ist der andere. Olaf, von dir aus gesehen, geradeaus. Jetzt führen wir mal brutale Gefechte. Direkt rechts unter den Bäumen. Jetzt ist er rechts, Olaf. Rechts von dir auf der Straße. Ist doch Spikes, oder? Ist der AFK gewesen? Hörst du von der Seite ran? Ich glaube, wir haben uns umgekippt. Da unten ist das Auto. Wir können doch unter Jammer den Hunter da hinten fragen. Wenn der Hunter da noch steht, oder? Nee, erst bei euch. Fahr mal runter. Da siehst du das Auto? Ich will dem jetzt nicht zweit hinterher fahren, weil hier werden irgendwo Spikes liegen. Ich kriege hier einen Sanitäter rein, ich habe markiert. Da ist vielleicht noch einen Officer und das war's. Der letzte ist aber nicht den Fulle. Boah, der muss schon. Boah, schade. Ich könnte ja mit der MK dem die Reifen zerschießen. Kommt hier noch ein zweiter oder sind wir jetzt hier alleine? Nee. Wollt ihr jetzt die ganze Zeit den Kreis fahren? Naja, bis Maya kommt, ich warte ja. Bis Topper kommt. Ich baller jetzt voll rein. Warte. Achtung! Nicht in den Ifrit bitte. Olaf, du musst jetzt gleich geradeaus fahren.
Ja! Lol! Richtig gut, der ist kaputt. Seine Reifen sind im Arsch. Der Schrott. Und jetzt schießt ihn raus. Ja, lass mal. Warte, ich hab ne MK. Passt auf den anderen da oben auf. Er rennt einen Herzen. Warte, geh mal weg mit euch. Ja, jetzt kannst du. Die waren auf zwei. Wir werden beschossen. Geh mal weg! Schnell rein, den Scheiß hier. Lass mich rein! Ich hab dem hinten rechts noch den Reifen zerschossen. Lass mich meinen Platz weggenommen. Wer ist da hinten? Du sprichst mir weg. Ja, da ist noch einer. Ich hab doch gesagt, ich hab geflippt. Auto. Ja. Nee, nicht ganz. Daniel, darum, Polizeiauto, da ist noch jemand. Nein, nicht mehr! Sehr geil jetzt fast. So, jetzt Nebel. Ranfahren und Nebel. Olaf, ranfahren und Nebel. Ey, ich bin fast tot. Daniel, kannst du mal hinterm Berg fahren? Da kann ich mich heilen. Ich fahr doch hin. Na, wie fühlt sich das an dir? Ne, schießt ihn kaputt. Nebel nochmal. Ich kann nicht. Geh weg da. Schießt. Ja, wo ist das Auto explodiert? Er ist tot. Rein. Ihr steigt einer aus. Ah ne, ist ja geil. Läuft noch einer auf der Straße auf, pass genau bei euch. Hier, da ist er. Vor mir. In Bewegung bleiben. Der ist genau hinter dem Hand. Wow. Da passt auf. Nicht kaputt fahren, nicht umfahren. Der rennt in den Busch. In den Busch ist er, glaube ich. Ja, haut ab. Ja, weg. Ich hab 20 Leben, Alter. 20 Leben. Wo wart ihr? Wo sind die Schüsse rein? Server ist geil, Neustadt. Haut einfach ab, wir haben gewonnen. Haut ab, wir haben gewonnen. Wir haben Eiffel kaputt. Wir haben Hunter kaputt gemacht. Zieh noch zurück. Jo, lass sie reinfahren. Lass die FGP-Leute nicht schießen. Der Snoop hat gesagt, die sind alle mit Trollwut angesteckt. Ich weiß jetzt schon Bescheid. Ey, genau, wollen wir das so abbauen? Die Cops sind alle mit Trollwut angesteckt. Wir werden es nicht zulassen, wir werden den Checkpoint hier nicht räumen, damit die hier die Trollwut weiter verbreiten. Ja, wir tun die alle in die Duschkabine rein. Nee, gar nicht. Wir lassen es einfach nicht zu, weil wir vermuten, dass alle Cops Trollwut haben. Und bei Mila ist es ganz schlimm, okay. Mila ist sowieso halbtot eigentlich. Ja. Die müssen eigentlich erschießen. Dafür der ist eigentlich keine Chance mehr zu überleben. So, meine Damen und Herren. Was lecken die denn alle? Mein Chef hat mir gesprochen. So. Was geht mit denen ab? Kack jeder im Eck, dann jo, dann bitte die Ranghöchsten auf die rechte Seite und wäre auch sehr nett, wenn sich alle durcheinander reden würden. Die linke Seite. Machen wir gar nicht, bis jetzt rede nur ich. Oh, ich fang von rechts an. Geh kurz zur FGP runter, ich kann ja nicht, wer das mit denen? Wir warten, oder? User left your channel. Der Officer, der steht ganz vorne, aber... Aha, nicht wegrennen. Der Medic soll warten, oder? Sollen wir dem was sagen, damit er was machen kann? Guck mal, volles Abschießungskommando hier. Jetzt ist die Truppe endlich. Alle Anlege. Angedreht. Soll anders. Kann losgehen. Machen Sie mal den Mund an, weit auf. Okay, bist du leise. Ich hab gedacht, das wird recht kalt durchgeführt. Manuel, hat mich schon so gefreut. Ah, noch ein Stück. So. Ich hab Rücken, der Herr. Ich hab Rücken. Oh, das sind Anzeichen an zwei Wurzeln. Ich führe nochmal den Test mit ihnen durch. Weil der erste war positiv, ich muss wohl mal sicher gehen. Aber nicht, dass es weh tut, bitte. Wer lacht denn da so? Oh, der zweite Test war leider auch positiv. Gehen Sie der mal bei der Luft beiseite, ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Der überfährt jetzt alle Cops. Und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen. Lange gefallen. Ach du war ja ansteckend. Wie bitte? Von ich bin schwer ansteckend. Ich bin durch. Oh mein Gott. Ich bin positiv und sehr gut getestet. Der Gandalf. Ich bin alle, die im Fahrzeug drin saßen, werden dann auch anders. Verstehe den Gandalf nicht. Olaf, übernimmst du das Gespräch mit dem Gandalf mal bitte, dass ich mich hier auf die Cops konzentrieren kann? Okay, gut zu wissen. Der steht ja irgendwo in dem... Blind, die Message ist durch. Rally up! Wo steht der? Warte, ich an der Gander steht ganz rechts in der Reihe. Wenn Zivilisten, ich schick dem auf den rechten Parkplatz. Manche Gandalf oder manche Grantelbart? Grantelbart. Ja, schick die mal weg. Der will geheilt werden.
Aber, Herr Snoop, mir wurde doch. Weil er recht hat, sie hat also den Medic da fest, ich brauche noch einen. Ich bin gerade wieder in ein Fahrzeug gestiegen mit einem. Mit einem positiv getesteten Patient. Ja, schön, finde ich sehr gut. Wie sieht das bei Schwangeren aus? Dass die jetzt hier einfach durchfahren, oder? Oh, Männer können nicht schwanger werden. Am schlimm verboten. Wir hatten das gesagt. Schwangeren kann man da nicht mehr helfen. Männer können nicht schwanger werden. Jungs, wir haben schon zwei positiv getestete Polizisten. Das sah hier nicht gut aus. Vielleicht anbleiben, bitte. Schießen, bevor sich auch... Die Testergebnisse waren jetzt auch beim zweiten Mal positiv bei ihm. Kann sich bitte einer da hinten mal wieder auf die Straße stellen, dass die von hier alle durchfahren. Moment, soll die ruhig durchfahren? Bitte auf die Polizisten, wenn wir jetzt hier noch Bevölkerung reinkriegen, geht alles durcheinander. Ja, das ist wirklich so. Lass durch. Hier steht auch der Krantelmann, der will jetzt all die ganze Zeit sagen. Noch mal. Wenn ihr jetzt hier anzieht und schießt, dann wird alle den Kopf treffen auf einmal. Die so einfach in die der Sondertest ist bei Ihnen. Dr. Gott, bitte benehmen Sie sich da mit Ihrer Flasche. Hallo, das mache ich auch nicht freiwillig hier, ja, Frau Müller. Mal ganz ruhig. So, wir müssen eben noch auf die Testergebnisse warten. Aber der Finger war schon sehr kalt, Herr Snoop. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Können Sie nicht mal ein bisschen aufwärmen, wenigstens. Die Instrumente sind auch aus Metall. Kann ich nicht, die werden eigentlich gewaschen. Muss eine zweite Hand unterwegs, ne? Instrumente. Ja. Wie wird denn den Finger? Der hätte sagen müssen, was glaubst du so, die Instrumente werden auch nicht mehr gewascht, sondern gleich weiter verwendet. Ey, regroup! Das ist doch geil, Mann. Bis zum T-Bone. Oh. Ich muss noch einen Test mit Ihnen durchführen. Wie bitte? Ich muss noch einen zweiten Test mit Ihnen durchführen, weil der erste auch bei Ihnen positiv war. Oh ja, den Text mag ich. Machen Sie weiter. Herr Rekrut Mieler und Herr Rekrut Gander, würden Sie positiv getestet, würden Sie bitte wieder in Ihr Fahrzeug einsteigen? Also ich möchte hier keine Trollwut haben. Und Herr Rekrut sagen. Gander, hauen Sie ab! Was? Auch der Freibetext. Dann wissen Sie, dass Sie immer meiden müssen. Sie sind also auch, bin ich auch positiv? Ja, aber ja. Meine 6,5 okay. Muss ich nicht meinen. Ist so, ich hab meine 9 mm, die reichen aus. Klamotten vom Leib zu reißen und mich vor Auto zu werfen. Danke. Ja. Am besten tun wir das. Okay, dann habe ich wirklich die Vollwut, das stimmt. Dann setze ich mich auch lieber in das Kumpel. Ich krieg grad eine Nachricht vom Marcel rein. Ja. Was ist das denn? Wir müssen uns in Quarantäne nehmen. Wir sind gerade mit zwei Helmets und einem Zahnarm unterwegs beim Mietfeld. Die wollen jetzt unser Bleibschuss haben. Ne, die sollen einfach vorbeifahren, weil die ganzen Bullen hier sind. So, ich setz mich dann mal schnell zu meinem Kollegen rein. Das ist der Typ, der mich wegen RDM angeschossen hat. Auf Wiedersehen. Was ist mit Ganteballen? Die sollen mal wegfahren. Die warten auf Medic. Ey, die kriegen kein Medic hin. Ja. Mit wem saßen Sie denn als Fahrzeug? Mit einem T-Bone und mit dem Örkel oder so. Könnt ihr die haben? Ja, mit dem T-Bone im Fahrzeug. Ey, wie wir da stehen, wir könnten die alle exekutieren. Weiß ich schon, was positiv ist. Winterpool, wie weit bist du? Können wir da mal alle ein Lied singen? Ich bin hier. Kennt ihr das Lied, Mila? Sehr gut. Superstar? Aber Bock, ich halte mich zurück, weil ich die MK habe. Ich habe keinen Bock, dass die rumheulen. Okay, T-Bone haut den Text dann raus. Müssen wir eben auf die Testergebnisse warten. Contact, Rifleman! Guck mal, ungebildet. Grad nochmal korrigiert. Das schöne Lied nicht. Mila kann. Hast du denn geändert? So, paar Rechtschreibfehler. Keine Ahnung, was. So, also der Test ist bei Ihnen auch positiv. Tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Sie sind auch von voll gut getestet. Ich wurde schon zweimal von meiner Mama getestet. Ja, war sie wohl nicht ordentlich genug. Oder sie wurden danach angesteckt. Helikon. Oh nein, ich wollte sicher meine Kamera streichen. Die Cops müssen doch hier Schmarrn ziehen, oder? Ja, die ziehen ab. Dann soll der Medic mich noch heilen, lass mich nicht gehen. Ich auch nicht bei Ihnen. Der Text schon rausgewirkt in Admin Channel? Nein. Nein. Sie dürfen ja nicht fahren, wenn du im ganzen Wenn du ihm den noch nicht geschickt hast, dann fügt man noch hinzu, wurde uns den Rebellen, oder? Ich habe ihn jetzt einfach geschickt, ich habe ihn jetzt schon zweimal geschickt. Okay. Professor Irk. Dann schick du ihn, Tibon, bitte nochmal. Mit dem saßen sie dann im Fahrzeug drin. Richtig. Lila, kann ich. War am Anfang erster Satz, wurde uns den Rebellen.
Warte, du kriegst gleich den. Du kannst gleich Tibon selber schreiben. Ja. Ich kann mich nicht immer alles kümmern. Ja, von Geburt an schon. Jetzt kannst du Tibon schreiben. Einfach auf den Namen klicken, ich hab den dir angeschrieben. Rechtsmausklick. Also, machen wir auch mal den Mund auf, ganz weit auf und A sagen. Oh, oh, alle Cops haben das. Junge, Junge, Junge. Halt euch fern, Jungs. Bleibt schön fern von denen. Die haben alle die Kolben. Ihr wisst schon, wie man die Krankheit am besten ausgestemmt, oder? Ja, man muss die Leute verbrennen. Steckt die alle in ein Auto. Herr Clint, und Herr Clint, die können doch gar nicht die Finger von denen lassen. Entschuldigung. Ja, das klären wir nachher. Ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass auch bei Ihnen der Test positiv ist. Und dass sie mit Treuburg besessen sind. Ja, ich mach mal das Fahrzeug einzusteigen, dass sie keinen weiteren mehr anstecken. Ich sag, Medica soll bei Tibon dann sagen, dass er die Ursache ist. Ja, mach mal. Adis. Was guckst du so? Ah, okay, der hat auch Treuburg. Alter, wie das alles aussieht, was hier los ist. Ja, auf jeden Fall hier. Hier, ich kenn deinen Chef, überlegst du, was du mir sagst, du. Ich bin hier reingefahren, hatte erstmal FPS-Drops. So, jetzt irgendwie husch husch, ja, hier, gehen sie weg mit ihrer Träume, ich will mich nicht bei ihnen anstecken. Ich hab hier ein bisschen gesagt, das dauert länger. Ja, ja, ist gut. Snoop, brauchen Sie vielleicht... Ich hab ihn abgeschickt, Alter. Kein Glas. Also, ich glaube bei ihm kommt die Treuwut-Krankheit her. Ich glaube, das ist der Ursprung, so die Krankheit, die sie haben. Das ist ja unglaublich, so die Treuwut auf einmal habe ich noch nie gesehen. Okay, ja, nee. Wie viel Treuwut kann man denn haben? Jetzt hätten sie überfahren müssen. Lass sie raushauen. Morgen! Ja, sagt ihr, soll ich schnell ins Auto einschalten, bevor wir uns leider anstecken sollen. Hau den Jungs, da ist ein Typ mit heller Stimme am Steuer. Kann ich sagen, ich bin fehlgeboren. Ich fehlgeboren. Oh Gott. Ich kann mich noch rausschneiden lassen. Ein Trollzombie. Das Krankenhaus sich behandeln lassen. Solange müssen sie auf jeden Fall in Quarantäne bleiben. Kontakt mit anderen Bewohnern von Altes vermeiden. Aha, okay, gut, das gehört, habt ihr gehört. Ja, dann sagt dieser, der weiß nicht, was er jetzt macht, dann sagt er so einstecken. Kann man nichts mehr machen. Auf jeden Fall. Ist hier irgendjemand im Auto, der noch sprechen kann, oder weil der Herr, euer Captain kann das ja nicht? Der schreibt die ganze Zeit. Ja, ich tue für dich. Ah gut, sogar ohne Gott, ohne haben sie denn in sich drin? Wir waren jetzt kurz, klären wir gleich, wenn der Captain fertig ist. Mein Gott. Also wenn man so schmeißt ins Auto kann, rein. Das ist echt ein hoffnungsloser Fall, tut mir leid. Naja, Dirty Sam, ich erkläre hiermit, dass wir den Checkpoint unter diesen Umständen, dass sie kein einziger hier negativ getestet ist, werden wir den Checkpoint nicht hergeben. Kann ja nicht sein, dass sie mit Treuwut alle befallen sind und dann den Checkpoint hier einnehmen und die Personen, die sie kontrollieren, mit ihren Grabschwingern die Leibesinquisition durchführen, dass die dann die Treuwut bekommen und in unser Gebiet einfahren. Damit werden wir diesen Checkpoint hiermit nicht räumen. Ich gebe ihnen jetzt die Chance, hier abzuziehen, friedlich, und daraufhin möchte ich hier keinen Cop mehr sehen. Ich glaube nämlich, dass alle Cops die Treuwut in sich haben. Wenn der Captain, die ja der Träger ist, so mit deinem kleinen Fehlgeburt, denke ich mal, da ja jeden Morgen immer Fingerpo Mexiko gespielt wird, dass jeder Kopf schon die Treuwut hat. Von daher gesehen akzeptieren wir es nicht, dass sie den Checkpoint übernehmen. Sind die angepisst? Die sind so angepisst jetzt. Wir sehen uns. Ich hoffe nicht. Die sehen sich bevor ich bitte Leine gewinnen. Wir wurden von der 3 Kaffee. Ja, gut, passt. Dann frage ich nochmal, hat jemand eine Hit, der uns rausholen kann? Aus dem Gefängnis? Ja. Ja. Mike Walks, ja. Walker. Also ist eine Helke wieder am Checkpoint? Mhm. Jetzt sieht er ab, die Helke. Ja. Gefängnis. Ja. Sehr gute Aktion. Den Checkpoint verlassen, weil dann ist der gleich eingenommen. Boah, die haben doch. Sehen Sie den noch?
Weißt du, wie wir das vorhin gemacht haben? Ich will ja keine negative Stimmung verbreiten, aber die haben kein Toolkit. Komm damit, jetzt auf dem Fahrersitz und nicht besser. Fluchtfahrzeug, los! Nein, kann ich ja, nicht. Ich habe jetzt schon dreimal den Cops gesagt, dass ich ein Toolkit habe, aber keiner will mein Toolkit haben. Ich bin ja schon kooperativ. Alter, diese Typen. Hallo Cops, ich habe ein Toolkit. Ich habe ja mal wieder instant gesized. Das musst du denn bitte im Direct Chat sagen. Ready! Oder sie schweigen uns einfach eiskalt an, sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben mehr so die Schweigsamen heute erwischt. Ja, passiert auch. Ready for orders! Waiting orders! Sie sind nur sauer wegen ihrer harten Selbstkritik, wegen ihrer Fahrweise. Standing by! Ready! 9! Return to formation! 8! Rally up! Ready for orders! 4! Regroup! Waiting! So, ich hoffe, ich werde jetzt hier noch über meine Rechte aufgeklärt. Ready! Und vor allem wüsste ich gerne, wieso sie mich eingeknasten wollen. Ready! 8! Regroup! Okay, ja, ready. Kurze Diskussion. Ich hab damit nichts zu tun gehabt. Ja, wir sind eigentlich alle unschuldig. Ready for orders. Ja, die da hinten nicht, Mann. So hat der ja, mit der Rotten. Ready for orders. So Blödsinn. Aber, der Rekrut war's, der ist schuld an allem. Er hat das verzapft. Seid alle schuldig. Hier ist keiner unschuldig ready. Von euch. Ganz einfach. Sicher, ich bin unschuldig, Mann. Ich saß nur im Orca drin. Ich hab da gar nichts gemacht. Ja, ich saß auch in dem Ifrit. Ich hab gar nichts gemacht. Ich wurde entführt. Du weißt ganz genau, wo du warst. Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Du weißt ganz genau, wen du geschossen hast. Die Rebellen haben mich entführt. Ich hab auch gar keinen geschossen. Doch, er hat geschossen. Ich hab's gesehen. Flügelnagel neu. Mit ein einziger Schuss ist er rausgekommen. Ich stand nur rum. Doch, er hat geschossen. Ich hab's gesehen. Glaubt ihm nicht. Ja, ja. Waiting. Waren gefesselt, da haben wir einen Officer erschossen. Ne, ich war noch nicht gefesselt. Standing by! Ey, form on me! Ready! Ich würde jetzt gerne noch meine Anklagepunkte hören, um mich zu verteidigen. Meine Hände haben ready. Keine Handschellen, weil ich habe noch keine verspürt. Standing by! Sind Sie alle des Lesens nicht mächtig oder wieso liest mir keiner meine Verbrechen waiting vor? Waiting orders! Sie haben doch bestimmt alle einen Grundschulabschluss, oder? Dank. Sie können das doch. Ja, also ready. Sie hatten die Handschellen an und haben sich dann noch bewegt. Und dadurch konnten sie noch warten. Waiting. Das ist ein schönes Verhalten gewesen, darauf hier plädiere ich auch nicht. Nein, rally up, ey. Return to formation. Ready. Ja doch, wenn sie Handschellen an. Herr Rekrut, wieso haben Sie eigentlich Turnhosen an? Ja, wenn ich ready. So wie jetzt bin, regroup. Weil Sie immer wegrennen vor den Leuten, oder wieso haben Sie die Turnhosen an? Ready. Weil die Kollege mir noch nicht ganz schön angelegt hat, so schnell. Kann ich ihn noch abschießen? Sie dürfen auch reden, ready. So ist es jetzt nicht. Ey, rally up! Waiting! Herr Olaf, warum gehen wir denn so weit aus? Wollen Sie die kleinen Kinder erschrecken? Was ein Seeblatt wäre? Rally up! Waiting! Ja, ja. Ich beschütze die kleinen Kinder mal vor den Polizisten, die kleinen Kinder mit nach Hause nehmen wollen. Standing by! Deswegen sehe ich so aus. Das ist ein hartes Geschäft. Wirklich. Die Rekruten, ready. Die kommen nämlich immer zu dem Spielplatz, ich wohne direkt neben einem und nehme die kleinen Kinder mit. Sie kennen das ja, brauche ich ihnen nicht erzählen. Ready for orders! Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja, ja. Okay, sehr gut. Wieso haben Sie... Ready for orders! Ich komme auch in die oder nicht? Ich meine, dass irgendwie nein. So jemand wie Sie immer beim Kindergarten irgendwo standing der Karre steht. Ja, ja, ich bin der Erzieher. Zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe. Ich liebe die immer mit... Hasen dann hinten im Kofferraum, ne? Ja, ja, ganz genau. Ich zeig den Kindern immer Tiere und gebe denen Süßigkeiten. Ich habe auch ein Van, wenn sie mal eins sehen wollen. Schön. Ready. Sie waren ja schon richtig getestet. Waiting orders. Aber ihr Officer ist ja... Ja, sprachlos, wenn ich das mal so sagen darf. Standing by. Hatten sie schon die Handschellen? Ach nee. Die Officers vielleicht, aber die müssen sich gerade irgendwie anders kümmern. Die sind ja nicht ganz so wichtig, Herr Olaf. Da kann auch der Rekrut die Führung übernehmen. Ich erhebe Einspruch. Das geht doch nicht, ich bin wichtig. Wo denn? Ready. Wie wo denn? Ich habe nur gesagt, ich bin wichtig. Ja, wo sind Sie wichtig? Ready for orders. Ich bin in Altes wichtig. Jeder kennt mich, jeder fürchtet mich. Ich bin der Kinderschreck. Also ich stehe jetzt gerade vor Ihnen und ich habe keine Angst.
Ja, ja. Sie haben gut reden. Sie haben mir auch zwei Waffen weggenommen. Hallo? Return to formation. 8. Regroup. Ja, was ist das? Ready for orders. Wir können ja mal tauschen. Ich fesse sie und nehme eine Waffe in die Hand. Mal gucken, wie viel sie Angst sie dann haben. Ready. So, höre ich da noch meine Anklagepunkte oder ready darf ich orders. Jetzt hier noch ein bisschen rumstehen? Es wird langsam etwas anstrengend. Ready. Ja, Herr Olaf, wo sind Ihre Kollegen überhaupt? Hatten die auch alle Angst? Standing by. Hatten sie so, haben die so viel Angst und Schrecken verbreitet, dass standing die wegfahren mussten, weil sie immer alleine zu Hause waren oder keine Freunde gefunden haben? Weiß ich ja nicht. Ja, die haben sich wieder neu versammelt, um wieder neuen Schrecken über Altes zu bringen. Angst zu verbreiten. Sie kennen das ja, die Rebellen. Ready. Das ist natürlich tolle Rebellen. Herr Fireball, komm mal bitte zu mir, ja? Ich möchte mal gerne wissen, warum ich jetzt eingeschossen werden soll. So, Herr Brumbeer. Standing by. Herr Brumbeer ist ein ganz schlimmer, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob Sie es einfach nicht verstehen möchten, oder ich weiß ja wirklich nicht, was das los ist, Herr Brumbeer. Aber versetzen Sie sich mal in unsere Lage. Herr Summit ready. Steigt aus dem Heli raus. Sie sitzen die ganze Zeit mit dem in dem Heli. Der Summit steigt aus, tötet zwei ausgebildeten Kopf, steigt wieder ein und hammert die ganze Zeit über die Situation. Ist mit den Rebellen ready. Die ganze Zeit in Kommunikation und dann steigen sie da aus, während die Situation gerade in Anführungsstrichen geklärt worden ist. Weil die in unseren Kommunikationschannel reingekommen sind und ich seit ungefähr einer Stunde seit Orca drum sitze. Ja, wieso sitzen wir in der Afghan im Orca rum? Das ist doch nicht unsere Schuld, dass wir sowas machen. Ich bin für die Todesstrafe. Ja, genau. Ob sie sich doch an ihre Vernunft, dass ich mich sogar nicht gewehrt habe. Das können sie doch gar nicht sagen, weil ich sie innerhalb von Sekunden, als sie aufgestiegen sind, doch direkt gepaced habe. Boah, ich hab doch wohl den Ready for orders. Hier hab ich doch wohl auch gesehen, dass sie hinter dem Orca waren. Ja, ganz genau. Ich war nicht hinter dem Orca, ich stand so ziemlich direkt vor dem Orca. Ich bin hinter dem Orca gestanden, dass ich sie gar nicht treffen könnte. Ja, vor dem Orca, vor der Schnauze, also neben mir, ja, mein Gott. Genau da stand. Das kann sein, ja. Da kommt ja der man kann ja genau naja, aber in dieser kurzen Zeit, Herr Brumbeer, hätten Sie nichts machen können. Ich bin ja doch wichtig, sehr gut. Wenn ihr einen Christenbullen tötet, sind dann alle Christen schuld. Ja. Könnt ihr mal Lichter machen hier, ich sehe nicht. Also so funktioniert leider die Sache hier mit den Gruppen und Gangs, Herr Brumbeer. Also, wenn Sie in einem Orca sitzen, der mit Ihren Leuten besetzt ist und Sie jetzt nichts machen, dann können wir, das ist... Was wollen wir denn da denken? Dass sie da jetzt die AFK rumsitzen? Ja, dass ich nichts gemacht habe, genau, dass ich gar nichts gemacht habe. Brumbeer, schließ dich den Rebellen an. Aber wie hoch ist denn die Chance, dass das der Wahrheit entspricht? Ready for orders! Sie hören mich doch hier. Sie hören doch, dass ich wohl mit Ihnen vernünftig ja, spreche. Ich höre Sie, ja, Sie hören mich ja auch. Die Wahrheit sage, Sie können auch gerne einen Lügendetektor-Test machen. Das ist alles kein Waiting orders! Nein! Regroup! Sie sind doch ein Söldner, Sie müssen doch genug ja, aber im Zweifel für den Angeklagten. Ja, klar, sind jetzt wieder Toolkits. Herr Rekrut? Ja, nur da sind so viele Punkte, die gegen uns stehen. Wer hat auf uns geschossen? Ready for orders! Ja, mein Kollege, der... Fassen Sie mir nicht an den Arsch, Herr Nass. Ja, der ist ja auch nicht mehr hier. Ich kann vollkommen verstehen, dass Sie den wegsperren. Aber dass Sie mich nicht einfach laufen lassen. Ja, der ist ja schon weggesperrt. Ja, ich weiß, dass er weggesperrt ist, für 24 Stunden sogar, aber oder so, aber... Ja, Herr Brumbeer, ich weiß nicht, was ich jetzt für die machen soll. Also theoretisch gesehen, Sie haben ja keine Feierabendlizenz, Sie hatten aber eine Waffe, die ich Ihnen gezeigt habe, aber es wäre sowieso gekommen. Ja, ich weiß, das kann ich ja vollkommen verstehen, wenn Sie mir dafür ein Ticket geben würden, genau. Ja, aber ich würde sagen, das muss dann der Tanko und der Jack Slater dann übernehmen, weil ich kann da nicht drüber hinweg entscheiden. Standing by. Herr Bioboy, sind das schon groß, oder? Können doch auch. So, ja, Brumbeer. Ready! Bingo Fuel! 9! Return to Formation! 8! Fall back! Ready! Ja, ich hab das ein bisschen mitgehört. Ich war etwas weiter weg zu der Zeit. Sie saßen standing im Helikopter by. Und haben eigentlich gar nichts mitbekommen, was Ihr Kollege, der Herr Summit, mit den Rebellen standing und den Bildschirmen geplant hatte. Ja genau, nachdem im Prinzip, ich habe sogar noch gewartet, als die Schießerei da losging, habe ich gewartet, bis mein Kollege da, im Prinzip ist die Situation geklärt war. Ich bin ja erst ausgestiegen, als alle von den Rebellen also weg waren oder tot waren. Ready. Ja, das stimmt, das habe ich sogar gesehen, richtig. Dass ich mich als letztes ausgestiegen sind. Ready. Nur weil es verpennt hat auszusteigen, er lügt. Den können Sie direkt wegsperren. Nein, erst will ich ja meine Rechte vorgelesen bekommen und meine Anschuldigungspunkte.
Rebellen haben keine Rechte. Dann will ich wenigstens meine Anklagepunkte vorgelesen bekommen. Ich hoffe, Sie können alle lesen, es kommt mir bisher noch nicht so ganz vor. 9, return to formation. 8, fall back. Waiting. Ja, also ich möchte nämlich jetzt gleich un-RP-mäßig möchte ich jetzt gerne sagen, dass ich gleich offline gehen möchte und jetzt nicht nur eine halbe Stunde warten möchte. Oder 20 Minuten. M zurück. Ready. Dann kriegst du, dein GPS. Ich würde ja verstehen, wenn du waiting orders. Ja, okay, Herr Brumbeer, ich glaube Ihnen das. Waiting. Okay, danke. Gut, ja, dann gehen Sie bitte nach Hatira in Ihr Haus. Standing und, by. Schlafen. Die Waffe war, da sie keine Lizenz hatten, illegal. Standing by. Oh ja, das. Na dann. Dann würde ich mich jetzt in mein kleines Arbeiterhaus zurückziehen. Standing by. Und schlafen. 3. Return to formation. Auf Wiedersehen. Okay, Brombeer. Schlafen Sie doch rein, wenn Ihre Leute mal planen. Ja, wie viel fahren wir das? Ja, würde ich mich mal interessieren. Ich glaube, ich wäre gerade befreit. Sie sollten sich in Ihren Türmen verstecken, schnell. So wie Standing Sie das by. Immer machen. Los, verteilt regroup. Euch! Los! Lauft ready. Schneller! Lauft um euer Leben! Ja, ja, nonstop. Wie viel Fahrermord war es denn? Es würde mich mal interessieren, was da so alles draufsteht auf Ihrer Liste. Ready. Während die Rekruten hier wild im Kreis rennen und sich einfacher Mord. Losmachen. Ganz normal, einfach nur Mord. Mehr nicht, waiting. Das ist sehr langweilig gewesen. Okay, schade. Okay, welche Rechte habe ich jetzt noch? Darf ich mich selber verteidigen? Ready for order. Ja, Sie werden jetzt gleich den Haftrichter stop. Vorgeführt und der entscheidet dann über Ihre Haftstrafe. Essen Sie gerade? Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, ja. Schmeckt Ihr Donut wenigstens? Ja, ach, Sie haben mir auch einen gegeben, sehr gut, vielen ready Dank. For orders. User left your channel. Also ich bin ja gegen das Gefängnis, muss ich ganz klar sagen. Ja, ich habe Ihnen ein bisschen was gegeben, waiting aber orders. Sie haben schon zu viel dabei. Deswegen, ich ready. Wünsche Ihnen dann trotzdem noch einen schönen Aufenthalt. Ich würde auch so eine hier Anstalt für Besserung. Sie haben doch bestimmt sowas in der Haftanstalt nehmen, wo man immer freien Ausgang hat jeden Tag und nicht so einen stinkigen Knast. Ready. Das wäre doch mal auch schön, oder? User left your channel. Ja, aber wir haben halt nur diesen Knast und das ist halt so. Ja, der Staat hat halt einfach kein Geld. Gut, dass ich bei den Rebellen standing bin. By. Ja, und... Da die Stadt ja auch die ganze Zeit immer von ihnen hier gedrückt wird, ja. Wir immer mehr Cops anstellen ready. Müssen, verdient die natürlich auch noch weniger und, ne. Sie sollten mal gute die ganzen Schäden, die sie verursachen. Ja, sie sollten mal bessere Polizisten einstellen. Ich meine, der Herr Bioball und der Herr Real Madrid, gucken Sie sich doch auch mal die Typen an. Die vergewaltigen kleine Kinder haben Turnhosen ja, an. Die machen sich schon noch, ja. Naja. Das ist halt unsere Sache, wen wir anstellen und wen nicht. Waiting. Ja, aber solche werden nie zu den Rebellen kommen. Alleine die Schuhe, das ist ja... Ah, ich glaube, bei den Rebellen gibt es auch ein paar, die nicht ganz so, ne? Ich wüsste keinen. Standing wir sind doch eine Elite-Truppe. Besser als die Polizei. Eine Elite-Truppe? Na ja, gut. Ja, ja. Okay. Ready. Herr Olaf. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Aufenthalt und... Ja, ich denke, hier. Das werde ich haben. Ich kenne mich ja da ready. Schon sehr gut aus. Ja. Warte. Oh. Der Alte. Der zahlt dafür, der Weg. Alter, alles drei hat er. Drei. Fuck! Aber bitte nicht gegen Steine. Nee, ich kenn mich ja aus. Das ist wie meine Westentasche. Oh. Ich hab meine neue Helix geschossen, der Wichser. Naja, aber alles. Ich hab's aufgenommen. Okay, danke. Echt? Ja, ich weiß zwar nicht mehr, es war, aber... Hauen die ab, seht ihr was? Ist nur einer dahinter. Nö, hau nicht einer ab. Fährt hinterher. Ich hoffe bei den Schrank. Zwei. Okay. Das die beiden sind drei, glaube ich. Nee, nee, einer ist sogar explodiert. Nein, der hat nur mein Hilfe geschrottet. Der wird sich jetzt auch fragen, was gerade passiert. Der dritte Hunter lebt frei auch noch, ne? Der hat nur mein Heli geschrottet. Echt? Ach nee, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Rumfahren bis zum Schrottel ist. Alter, der ist doch stinksauer. Die, wir sind aber schneller auf der Straße, muss ich sagen. Ja, ja, das stimmt, ich aber... Die Entfernung. Aber trotzdem, was soll ich machen? In der Base haben wir verloren. Außer wir holen 50 Kill raus.
Wie eine Base, nee. Wenn wir schneller sind, können wir irgendwo mal abdrehen und dann, dann finden sie uns auch nicht mehr. Okay, ich brauche jetzt eure Unterstützung. Ihr müsst mir sagen, wann ich irgendwo in den Busch fahren kann und das Schiff, dass wir uns nicht mehr sehen. Ja, ich sehe nach hinten. Noch nicht. Noch lange nicht. Nach Sofia. Ich weiß auch nicht, ob ich an den Schranken Smoke lege, weil wenn ich das Smoke lege, kann sein, die fahren voll in die Schranken rein. Schmeiß einfach Smoke. Ja, vielleicht brauchen wir den noch, oder? Oh, Alter. Und eine Lippe hat die Smoke. Die kommen immer noch. Aber ich sehe nur noch einen, Alter. Nee, zwei noch. Da schnell raus, Alter. Schreib mal bitte einer am Sideshit, zwei Hunter im Rebellengebiet sind freiwillig, jeder kann die abschießen, wenn er will. Alter, mein Puls ist gerade auf 180. Frag mich, weil ich fahre, die Scheiße. Ja, schreib das bitte mal. Zwei Hunter im Rebellengebiet sind freiwillig, jeder darf die sofort erschießen, ohne Vorwarnung. Also ich sehe kein Hunter mehr. Ja, die verfolgen uns. Ich brauche da einfach eine gute Stelle zum Verstecken. Weißt du, was auch gut wäre? Wir fahren zur Garage und brauchen den Ifrit und verstecken uns in den Häusern. Was haltet ihr davon? Also mit Kommandomodus, also... Nee, jetzt schnell zur Garage, schnell reinstellen und in den Häusern verstecken. Ich sehe sie nicht mehr. Doch. Sie verfolgt uns nicht mehr. Weil ich sehe sie nicht mehr hinter uns. Ja, weil wir so viel Abstand haben. Ich will jetzt trotzdem erstmal irgendwo in den Busch fahren. Oh doch, Hunter, Chief Elrond. Alter! Ich brauche jetzt irgendwo einen Busch, wo wir uns verstecken. So, ganz einfach. Ihr sucht mir jetzt einen schönen und dann ist gut, okay? Ja, wir sehen uns nicht mehr. Elrond. Wenn du nicht gerade auf den Berg hochfährst, wo sie uns von hinten sehen. Ja, es ist aber sondern irgendwo hinterm Berg abzweigst irgendwo hin und dann abhaust, dann dürften sie weg sein. Solange sie keinen Helikopter rausholen und wegfliegen? Ja, Ghost Talk. Wollen wir? Einfach reden, indem wir irgendwo aufs Wasser fliegen, wo sie uns nicht mehr sehen. Ja, okay. Andere Wahl hat mir das. Der okay. Hat verfolgt uns. Ist einer von uns on? Silence ist jetzt gekommen. Ja, der ist auf K. Nicht, dass er abgeknallt wird. Das ist mir egal. Ist aber schuld. So, also wir machen das jetzt so Heli und dann schnell aufs Wasser und weg, okay? Wir holen Heli und dann schnell aufs Wasser? Ja, irgendwo weg von hier, dass die uns nicht mehr spotten können, oder? Ja, ja klar. Logisch, ich hol Heli. Gut, danke. Dost ein. Ja. Den Ifrit. Hopp, gib Gas. Ja, ja. Ist die Schranke zu oder offen? Ist mir scheißegal, da fahr ich drüber. Ja, aber du ja, wir sind ja gerade durchgefahren, oder? Ist ja offen. Ist ja offen normalerweise, ja. Scheiße. Ist doch egal, ob die offen oder zu ist. Ja, nur weil die Hunter nicht drüber können. Die zwei Sekunden, die uns das verschaffen würde. Wir haben jetzt genug Zeit. Ich kaufe jetzt den Heli, ich steig ein, starte die Engine. Und kaufe? Dann ist Olaf da. Nee, rausholen. Was? Kein Problem. So, Feuer. Kannst du dann nochmal Nebel machen? Los! I'm out! Los! Weg hier! Bist du nicht ein Stone? Ich wollte gerade jetzt, ja. Startest du? Ja. Mach den wieder auf. Gib Stoff, Werner, gib Stoff. Bist du alle drin? Ja, ja, komm, weg. Ja. Krass. Alter, das sind die kranken Typen. Ja, sind die noch. Da kommen sie, Alter. Bitte ich abstürzen. Sind hinter uns. Geile Scheiße, ey. Keine Sekunde zu früh. Da können sie nichts machen. Richtig gut. Gar nichts. Kostenlos. Was ist das vom Heli bei euch? Ja.
musst nur mit Auto nah genug ran und dann mit Mausrad anwählen. Die ja, Zapfsäule. Du kannst auch landen, du musst nur nah dran sein und halt drinnen sitzen. Ja, genau. Ich hole jetzt mal in die Stelle da rein. Der Bug, der ist aber schon uralt. Es geht leider nur oben, nicht bei den anderen Tagen. Ja, ich weiß. Da habe ich auch schon ausprobiert. Total kacke. Das haben wir ja zu Kingstadt nochmal rausgefunden. Bin ich mal gespannt, ob sie nicht rausschießen. Ich bin mal gespannt, was so im Checkpoint los ist. Ob ich jetzt jemanden aus Versehen umfahre. Keine Ahnung, wo der Typ ist, der mir angeschossen hat. Ich kann nicht immer Sirene anmachen. Ich denke mal, dass der war oben im Hotel auf dem Balkon. Warst aber gerade schon zu schnell unten. Kommt jetzt, hier kommt ein Hunter an. Oh, oh, ein Hunter. Ach, das seid ihr. Lol, ey, was sitzt denn der hier rum? Ey. Lol, ist der blöd? Oder? Alter. Wir müssen mal gucken, ich glaube ein Cavalla dürfte keine Streife sein. Sitzt der mitten auf dem Weg? Okay, er sitzt wirklich hinten auf dem Balkon. Warte, ich rauche erstmal. Ich muss erstmal gemütlich Marihuana rauchen. Out of fuel. Ich glaube, der Hunter explodiert gleich. Oh, 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 oh. Wie nah muss ich denn dafür in so eine Zapse oder wann? Für mich, ne? Deswegen sage ich ja am besten mit Auto. Aber... Mach ich ja würde schon. 2-3 Meter und dann wirklich nur 1-2 Meter über Boden und dann. Oder kannst auch landen, aber muss halt wirklich richtig nah dran sein. Also, er sitzt hinten auf dem beschissenen Balkon und beobachtet das Haus hier. Warum hat das einfach zu zweit stürmen? Wo bist denn du? Ne, ich will ja gerne stürmen, aber ich muss jetzt kurz mal Marihuana rauchen, damit ich wieder auf Leben komme. Okay. Wenn du noch ein paar Mal auf den Hunter schießt, explodiert er, da ist alles rot gerade. Der da steht, der da vor der Tür steht? Ja, ja. Ich hab den Wecker gerade plötzlich diesen, das Ding ist fast hochgegangen. Also der sagt mir hier 11,9 Dollar pro Liter. Ne, normalerweise nur mit dem Mausrad scrollen. Bist nicht so aus dem Heli aussteigen, ne? Du musst im Scrollmenü so eine Tankstelle Zufuhr reinkriegen, ja. Und dann drücken. Okay, ich mache jetzt den zweiten Marihuana-Stift hier an. Dann haben wir noch gleich einen Red Bull mit rein. Take, take. Wasser trinken. Red Bull. Ich komme jetzt hinten aus der Tür raus, auf deiner Seite. Ja, man sieht dich überhaupt nicht oder so mit dem Rauch. Passt. Ja, wir wollen noch stürmen, da spielt's keine Rolle. Kommst du mal hergefahren, dass ich bei dir einsteigen kann? Weil du es bist. Pass auf, dass ich nicht auch noch dich überfahre. Bei meinem Glück heute. Was macht der SUV hier? Soll sich verpissen? So, jetzt warten wir noch kurz, bis ich 100 Leben habe. Ich bin jetzt bei 87. Ja. Und dann stürmen wir das Ding. Ich würde sagen, wir stürmen es von der anderen Seite auf jeden Fall. Ja, wieso? Achso, ja. Also von der Seite, auf der Seite, wo wir jetzt stehen, meine ich. Achso, ja, ja. Problem ist halt, wir müssen überhaupt nicht mehr in Bewegung. Da sind Zivilisten bei euch, aufpassen. Ja, ja. Da ist der Elrond alleine. Der kann halt nee, auch nee, da nee. Oben warten. Der das Oracle, halt die sind kommen. Beide rechtzeitig vom Haus irgendwo. Was war das denn gerade? Lol. Hacker. Ja. Schon wieder. Grid 0, 8, 4, 2, 5, 1. Awaiting orders. Los, heran da, jetzt schnell, komm, der Stürme, komm schnell! Das ist gut, das hat man schon mal. Ja, die werden gerade so verwirrt sein. Ja, los, komm. Raus. Oh, oh, ich. Warte, ich knall mir jetzt noch einen Red Bull rein. Ja, auch rein. Okay, ist drin, wir können rein. Ich mach den Joint aus, hab 95 live. Erstmal ins Treppenhaus rennen, oder? Oh Gott, bei mir ist alles verschwommen. Ist egal, entweder jetzt oder nie. Besser wird's nicht mehr.
Ich laufe nach links. Okay. Wollen wir gleich hier durchs Treppenhaus oder wir gehen an der Seite hoch, ne? Oder das Treppenhaus? Seite. Okay. Ja, ja, das. Seite, 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 komm mit. Rechts safe. Links safe. Okay, R-Code. Jawohl, jetzt können wir uns nicht hören, das ist sehr gut, das ist sehr gut. R-Code liegt hinten auf dem Balkon. Schießt auf mich. Letzte Balkon zum Treppenhaus, da liegt der. Wo? Letzte Balkon zum Treppenhaus, ganz hinten durch, ganz hinten durch. Ich wackel grad wie Atze. Musik. Hab dann? Ja, ja. Good job. So. Ja, grad da geschossen. Ist noch ein Kopf, da ist noch ein Kopf, da ist noch ein Kopf. Ja, Aero ist noch dran. Boom. Ja, der sitzt in einem großen Raum, in einem großen Raum. Ich seh ihn. Achtung, er ist gelaufen. Du Nutte, ich hatte ihn doch. Du hast ihn, du hast ihn.